So, und da sind wir schon bei meinem neuen Let's Play. Und zwar ist es Resident Evil Revelations, wie ihr seht. Ihr habt ja gewählt. Ich habe es euch schon vorher gesagt, dass es dieses Spiel sein wird. Neben Super Mario Sunshine. Ja, ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Aber wir starten einfach mal direkt. Ich spiele mit Tastatur übrigens, da ich solche Spiele mit Controller scheiße finde. Gerade auch sowas wie ja, Resident Evil oder Tomb Raider kann ich einfach nicht mit Controller spielen. Mit Controller spielen. Gut. Gibt es was im Spiel zu sagen? Es ist ein 3DS-Spiel gewesen. Letztes Jahr ist es rausgekommen für den 3DS. Ist jetzt für die großen Konsolen rausgekommen. Und ja, jetzt spiele ich es auf dem PC. Ich habe seit kurzem, bin sehr aufgeregt, weil es besser sein soll. Also quasi wieder zu den Wurzeln von Resident Evil gehen soll und nicht mehr so ein Mega-Shooter sein soll. Was ich begrüße, könnte man sagen. Und da ist gerade jemand reingekommen. Ich hoffe, es... Der kommt nicht in mein Zimmer, aber ich glaube, das ist meine Ma. Egal. Ja, meine Ma spielt das jetzt schon die ganze Zeit. Ist schon relativ weit, glaube ich. Und nein, jetzt nicht klopfen. Ich bin beschäftigt. Und, ja, sie ist da schon relativ weit drin. Aber ich habe sie auch nur ein bisschen rumlaufen sehen und Zombies killen sehen. Daher kenne ich da jetzt nichts aus dem Spiel. So, wir gucken mal, ob wir da irgendwas umstellen können. Video, bla bla bla. Ja, ja. Was auch immer. Bildfrequenz, meinetwegen. Anti-Aliasing können wir mal hochstellen. Was ist das Höchste? Da ich aufnehme, werde ich mal hier so einstellen. Wo kommt... Gibt's, war das alles? Ah, F2. F2? Ah. Ja, den machen wir natürlich auch an. Schattenqualität hoch. Texturqualität höchste. Passt. Okay. Gut. Das, denke ich mal, war's. Was steht da immer? Tastatur und Maus? Ach, man kann auch mit dem... Warte mal, wenn ich mit dem Controller jetzt was mache... Ah, dann steht da Controller, okay. Ne, wir werden mit dem Ding spielen. Okay, und wir beginnen jetzt einfach mal. Ah, mein Gott, ich habe vergessen. So, ich habe hier nämlich auf meiner neuen Tastatur einen tollen Bildschirm. Und da kann ich eine Stoppuhr einrichten. Das heißt, ich weiß immer, wie lange ich aufnehme. Okay, neues Spiel, es beginnt. Wir werden auf... Ja, eigentlich bin ich ja nicht Shooter-begabt und will auf leicht spielen, aber für euch spiele ich mal auf normal... Normal, da kann niemand was zu sagen. Es ist der normale Schwierigkeitsgrad, so wie das Spiel sein soll. Höllisch werdet ihr mich nicht spielen sehen. Außer normal sollte viel zu leicht sein. Da spiele ich eventuell nochmal höllisch, aber ich denke eher nicht. Okay, es beginnt. Ich hoffe, es ruckelt nicht. 18.08 Uhr, Mittelmeer. Ach nee, das hat Sprachausgabe, ne? Komplett, ja, hat Sprachausgabe. Hey, Jill! Was? Okay. Das ist aber nicht Chris. Unglaublich. Unglaublich. Queen Zenobia. Dass das Ding überhaupt noch läuft? Bring uns herum! Wir müssen an Bord kommen! Ich habe das Gefühl, es ruckelt. Oder? Oder ist das normal? Ich denke, ich werde die Qualität etwas runterschrauben. Ich beanspruche mein PC wohl doch etwas zu stark. Aber gut, fürs Intro reicht es. Oh, da guckt uns jemand aus dem Wasser zu. BSAA. So ein Ding will ich auch haben. Das wäre cool. Sowas wie so ein Enterhaken wie bei Zelda. Es sind 94 Minuten, seit Chris und Jessica nicht mehr auf dem Radar sind. Aber laut Interpolation der letzten Koordinaten sind sie... Genau hier auf diesem Schiff. Okay. Genau hier auf diesem Schiff. Gut. So. Die Maus ist zu stark eingestellt. Also, nee, nee, nee. So, wir gehen nochmal in den... Ah, okay, perfekt. Wir können in den Optionen gehen. Maus, erstmal... Die Mausempfindlichkeit ist viel zu hoch. Empfindlichkeit runter oder hoch? Niedriger, ne? Ja. Ich glaube, 3 machen wir mal. Okay, dann machen wir Videoeinstellungen. Wir gucken mal, dass wir so ein bisschen was, das Anti-Aliasing vielleicht auf, warte mal, auf das stellen.
und Schattenqualität auf Mittel und Texturqualität auf Hoch. Das muss reichen, wird bestimmt auch reichen. Oder? Was habe ich gemacht? Oh, meine Waffen. Ich nehme lieber die mit der meisten Munition. Okay, wir gehen hier jetzt einfach mal hoch. Mal gucken auf der Karte, okay. Ich kann hier nichts untersuchen. Oh. Fies. Ich hätte mich fast erschreckt, aber ich habe mich nicht erschreckt. So. Ah. Ah, okay, das sind also mal diese Türen, diese kleinen hellen Striche. F. Vielleicht kann ich es aufschießen. Schießen. Okay, schießen ist normal, wie immer. Oh, es ist mir fast schon zu langsam jetzt, aber gut, das passt erstmal so. Ah, es ist geruckelt. Aber auch nur beim Eintreten, das ist nicht so schlimm. Ja, tut mir leid. Ich habe gefurzt. Ich dachte, das hört man nicht. Okay. Kann ich hier nichts aufnehmen? Aber die leuchten bei Resident Evil normalerweise, ne? Die Sachen, die man aufnehmen kann, ja. Gut, wir gehen weiter. Alles so dunkel, das gefällt mir nicht. Oh Gott. Ich muss sagen, ich habe eigentlich nur Resident Evil 5 und 6 gespielt. Im Koop-Modus. Und die reden mir ständig dazwischen, das gefällt mir nicht. Oh, was ist das? Ich denke, das soll Blut sein. Ah! Nicht, dass wir allein sind. Ach, wirklich? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, du leuchtest aber sehr stark. Okay. Kann ich laufen? Oh, ich kann laufen, während ich ziehe. Okay. Hä? Ist der da oben reingeklettert oder wie? Der ist aber flott. Können wir da hoch? Können wir... Ah, da können... Ich konnte was untersuchen. Das sieht nicht wie Wasser aus. Was dann? Okay, scheint immer kurz zu ruckeln, während wenn ich Türen betrete. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Oh, da kommt jetzt einer raus, ne? Was? Oh. Okay. Der ist nicht gerade leise, wenn er flüchtet. Ich meine, ist ja auch klar, dass der vor mir flüchtet. Ich meine, hallo. Oh, da ist Blut. Speichern. Ich kann irgendwas untersuchen. Da tropft Blut aus den Rohren. Oh. Okay. Sein Arm, so eine Mutation habe ich noch nie gesehen. Sein Arm, so eine Mutation habe ich noch nie gesehen, meine ich natürlich. Wo ist der? Der macht doch hier diesen Lärm. Links oder rechts? Oder können wir... Nee, da können wir nicht lang. Dann gehen wir erst hier lang. Okay. Funktioniert nicht. Ja, ist auch gar kein Aufzug da. Dann kann er gar nicht funktionieren. Okay. Oh, da ist er, da ist er. Muss wir folgen. Können die nicht schneller rennen? Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Oh, können die auch nichts machen. Hier können wir auch nicht rein. Okay. Hm, da auch nicht. Okay. Ah, da. Grünes Kraut. Na, ah, okay. Ah, okay. Mit denen mache ich also dieses... Schwert, Dolch, Messerding. Nichts. Wie unfair. Geh mir jetzt aus dem Weg. Fetzerhau. Okay. Bis jetzt ist noch kein einziger Zombie gekommen. Das ist aber sehr seltsam. Bei 6 und bei... Ah! Ratten. Hätte ich es mir doch denken können. Ist kurz geschlossen. Kurz geschlossen? Können wir das nicht reparieren? Die Platine ist hier. Oh. Ja, dann ist es nicht kurz geschlossen, sondern die Platine ist hinüber. Kann ich mir was zu trinken? Oh, ich kann mir was zu trinken. Läuft der Strom noch. Nicht? Okay. Die hat anscheinend keinen Durst. Dann schauen wir mal weiter. Mich würde es mal interessieren, ob ihr auch schon dieses Spiel habt auf dem 3DS. Ich weiß wohl, dass ein paar Leute von mir hier ein 3DS haben. Ob ihr das auch habt auf dem 3DS. Oh, Munition. Oder ob ihr es jetzt für eine Konsole gekauft habt. Ich meine, irgendwas davon werdet ihr ja bestimmt alle irgendwie haben. Ich meine, das ist ja so ziemlich auf alles rausgekommen. Außer auf der normalen Wii jetzt, aber... Naja, dafür ist es ja auf die Wii U rausgekommen.
Ich denke, dass irgendjemand die Konsole haben wird. Ob es jetzt eine Xbox oder eine PS3 ist oder eine Wii U oder ein 3DS oder ein PC. Ich denke, ein PC habt ihr alle, denn sonst könntet ihr das ja gar nicht sehen. Okay, es scheint hier... Das Gesicht ist total zermatscht. Dass die immer so aggressiv sein müssen. Von der anderen Seite verschlossen, war irgendwie klar. Ah, da leuchtet was. Gleich. Erstmal gucken. Nee, okay, wir müssen da anscheinend hin. Okay, da leuchtet was. Sieht aber sehr eklig aus. Da ist ein bisschen Leichen drin, oder? Da, ich krieg Gänsehaut. Oh, woher hat die das Ding? Oh, eine Knarre. Ich hab da was. Glaube eine Waffe. Ja, das hätte ich jetzt auch geraten. Warte mal kurz. Die fliegt da jetzt rein, ne? Oh ne, da kommt gleich was und das zieht die rein. Gut, dass der es festhält, wenn er es loslassen würde. Da kommt jetzt so ein Zombie raus, ne? Nicht, Chris. Nicht? Wer weiß. Oh, die Hand kann gucken. Ah, oh, der ist hinter mir. Nein! Hinter dir. Er begotzt deinen Arsch. Oh, ich muss bereit sein. Bleibt das jetzt nur eine Cutscene oder... Nein, hallo! Ich treffe nicht. Immer auf den Kopf, immer auf den Kopf. Oder auf die Brust, meinetwegen auch. Ja, lad nach, genau. Ich auch. Okay, ich muss... Ah, oh, da ist was. Oh, da war was. Ist er tot? Okay, das ging. Und ich finde auf jeden Fall, die Zombies sehen besser aus als bei 6. Da sehen die aus wie Menschen. Oh. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht. Wo bist du, Chris? Jetzt zeigen sie, wo Chris ist, ne? Bestimmt. Oh, Resident Evil Revelations. Episode 1. In die Tiefe. Okay. Gut, verstanden. Ich nehme jetzt... Ja gut, wir können noch ein bisschen. Ich denke mal, in der ersten Episode geht es auch mal weiter jetzt, oder? Ah, ich muss was drücken. Den ersten Part können wir etwas länger ziehen, gehe ich mal von aus. So 30 Minuten, denke ich, wären im guten Rahmen. Oh. Yeah! Fernsehen. An dieser sonnigen, idyllischen Mittelmeerküste stand einst eines der weltgrößten Bauwerke. Es dauerte ganze 11 Jahre, die erste Wasserstadt der Welt zu errichten, die schwimmende Stadt Terra Grigia. Eine nachhaltige Metropole, versorgt über eine große Solarenergiematrix, ausgestattet mit den modernsten Biotechnologien. Noch nie zuvor wurde Solarenergie zur Versorgung einer ganzen Stadt eingesetzt. Aber 2004 hat Veltro, eine terroristische Vereinigung, gegen die aufstrebende Stadt einen Bio-Angriff gestartet. Sie setzten einen Virus frei und etliche Kreaturen, bekannt als BOWs. Diese Kreaturen jagten wild durch die abgeschottete Stadt und infizierten die Bewohner. Die FBC, die führende Anti-Bioterror-Organisation unter der Leitung der Vereinigten Staaten, wurde hergerufen, um den Angriff einzudämmen. Das war die BSAA. Nicht? Die BSAA, eine Anti-Bioterror-Organisation, die unabhängig von der Regierung operiert, schaltete sich als Beobachter ein, um die FBC zu unterstützen. Entschlossenes, schnelles Handeln war vonnöten. Und so gab das örtliche Hauptquartier den Befehl, die Solarenergiematrix der Stadt gegen sich selbst zu richten. Das Chaos und die anschließende Zerstörung wurden bekannt als Terra Grigia-Panik. Was für ein Name, Terra Grigia. Nach diesem Vorfall verkündete die FBC, dass die terroristische Vereinigung namens Veltro erfolgreich zerschlagen sei. Wir haben jetzt 2005. Das ist fast ein ganzes Jahr nach dem Vorfall. Die Lippenbewegungen passten gerade super. Wie man sieht, ist die verlorene Stadt Terra Grigia noch immer unzugänglich.
Die Lippen. Ein schweigendes, kraftvolles Symbol für die Bedrohung der Menschen durch den Bioterror auf der ganzen Welt. Hm. Ja. Oh. Ah, da hinten ist die Stadt. Okay. Jetzt bin ich Chris, ne? Hm? Ah, ne, da nicht der. Ah, da seid ihr ja. O'Brien, auch mal wieder mit von der Partie? Tja, mein Arzt hat mir Bewegung verschrieben. Ihr wisst wahrscheinlich, dass die FBC das gesamte Gebiet abgesperrt hat. 15.50 Uhr, Mittelmeerküste. Aber in den letzten paar Wochen sind einige merkwürdige Kadaver angespült worden. Das konnte die FBC vermutlich nicht einfach totschweigen, ne? Jeder, der weiß, was hier passiert ist, kann eins und eins zusammenzählen. Genau deswegen habe ich die BSAA zur Untersuchung hingeschickt. Mhm. Habt ihr schon eure neue Ausrüstung von Quint bekommen? Die Genesis oder so. So heißt sie doch, oder? Du hast es nicht für nötig gehalten, die Anleitung zu lesen. Nein. Ich habe die Bedienungsanleitung nicht gelesen. Man kann ja nicht wissen. Ich hoffe, du kannst schnell lesen. Denn du wirst sie bei der Mission brauchen. Ja, ja, mach ich. Er hat sie doch mit. Okay. Wie jetzt? Bin ich jetzt wieder vom Schiff runter oder ist das jetzt irgendwie so ein Vordings? Genesis Handbuch, Version 1.09. Genesis, denke ich mal. Der Spitzname eines hochmodernen Bioscanners, der zur Zeit von Global Pharmaceutical Konsortium blablabla getestet wird. Er scannt das Ziel mit einer speziellen Synchrotronstrahlung. Die Ergebnisse nutzt er anschließend zur Analyse. Virenanalyse. Auch kleinste Virenmengen können entdeckt und analysiert werden. Impfstoff her. Ich kann nicht lesen, weil ich so schnell lesen möchte, weil ich denke, das ist so langweilig zu lesen jetzt gerade. Impfstoffherstellung. Version 1.04 ermöglichte es erstmals einfache Impfstoffe auf Basis der Virus... Warum sage ich mir Virus? Virusanalyse herzustellen. Aufspüren. Mithilfe der Synchrotronstrahlung kann man auch bestimmte Gegenstände aufspüren. Die Daten von Munition, Heilkräuter und so weiter sind im internen Speicher für weitere Tests hinterlegt. Wenn sich ein entsprechendes Objekt in der Nähe befindet, leuchtet der Bildschirm in der unteren rechten Ecke auf. Okay, hab nichts verstanden, ist auch völlig egal. Kadaver untersuchen. Das da wahrscheinlich, ne? Wie benutze ich den jetzt nochmal? Einfach widerlich. Die sind alle verwest. F. So bleiche Haut. Das habe ich noch nie gesehen. Ach, das soll Haut sein. Erfasst die Daten mit dem Genesis. Ah, C. Ausrüsten. C plus linke Taste. Nein. Okay, dann nur C und dann die linke Taste. Ah. 12%. Das Genesis braucht eine ausreichend große Probe, um genaue Daten zu liefern. Scan die Kadaver am Strand und sendet mir die Daten. 100% Bräu, okay. Ah, ach so, ich muss hier... Ah, okay. Ich finde ja, der sieht hier irgendwie aus... Guckt euch den mal an. Dreh dich mal zu mir. Kennt ihr diesen einen Glasaugentypen, der mal bei Super RTL läuft? Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Das ist so ein Detektiv. Ich finde, der sieht genauso aus wie der. Okay, gut, wir scannen das jetzt erstmal weiter. 15%, 7%. Metall entdeckt. Da ist was drin. Da ist was drin. Vorsichtig. Keine Sorge, das habe ich schon mal gemacht. Oh. Abgehärtet. Das würde ich ja nicht machen. Oh, jetzt beißt er zu, ne? Oh. Ich hab da was. Oder saugt die ein? Der saugt die bestimmt. Nee, doch, nee, okay. Oh, was ist das denn? Was ist das? Gute Frage. Vielleicht eine technische Mutation. Das wäre der Beweis. Ich führe damit ein paar Tests durch. Macht ihr einfach mit der Untersuchung weiter. Okay. Ich würde sowas ja nicht einfach eben zum Typen geben, aber. Oh, da liegt was. Dort war Terra Grigia. Ja, das konnte ich mir denken. Oh, da konnte ich irgendwas machen. Die FBC. Hat sich jemand bereits umgesehen. Okay.
Nichts. Na gut, das hatte ich schon. Ah, da liegt noch mehr. Pistolenmunition. So, dann scanne ich mal das da vorne. Ah, ne, erst hier. Ah, da oben ist auch eins. Erreiche ich das von hier? Ja. Okay. Kann ich die nicht einfach nochmal scannen? Scheiße. Oh, da ist auch noch eins. Okay. Hier habe ich dann alles. Was? Was ist los? Das dachte ich mir schon. Keine Sorge. Ida, da unten ein Mund oder so. Rein da und schießen und schießen. Schieß doch jetzt. Ah. Geh tot. Ist der tot? Wie lade ich eigentlich nach? Mit R? Muss das doch Kinderkram sein. Warum hast du eigentlich die FBC für das hier aufgegeben? Ich wollte näher dran sein. Ich wollte kämpfen. Wie ich sehe, seid ihr okay. Aber mit der Untersuchung, aber äußerst vorsichtig. Hat er nicht gesagt, die BSAA ist nur zur Kontrolle, zur Beobachtung hier? Eine genaue Analyse. Sammelt mehr Proben von den Kadavern am Strand. Oh, der steht jetzt auch auf, ne? Ich scanne ihn vorher, bevor der aufsteht. Oh! Dieser Geruch, das muss das Gas sein. Das ist fies! Hatte ich den jetzt schon gescannt oder ist der vorher explodiert? Ah. Da ist auch noch Munition. Oh, da ist auch einer. Okay, der explodiert zum Glück nicht. Ist das... Da liegt was, ne? Steuerung der Hilfswaffen. Waffe abfeuern mit G. Waffe beim Zielen abfeuern mit rechts und dann G. Waffe wechseln mit... Was? Mit G, wo ist da? Waffe wechseln mit 1, 2, 3, 4. Nur wenn sie mindestens zwei Waffen haben. Okay. Heißt quasi, ich könnte jetzt... Ah. Nee. Achso, ich habe nur eine Hilfsmittelwaffe, deswegen... Ah, okay. Aber nicht, dass der jetzt wirft, ne? Nee, okay. Mir fehlen aber noch ein paar Prozent. Wo ist denn... Da ist was. Komme ich da... Kann die sich ducken? Oder kann ich das von hier aus... Ah. Warum hat die nichts gemacht? Ah. 13% noch. Was sagt die Karte denn? Da kann man lang. Ne, das ist ein Zaun. Da, da vorne. Los jetzt. 13%. Ich habe eine Pille erhalten oder sowas. Geht's da auch lang? Ne, reicht ihre Analyserate 100%, erhalten sie einen Gegenstand zur Regenerierung. Die Analyserate verringert sich, wenn Feinde gleicher Art gescannt werden. Ich habe genug. Geht's da lang? Ey, da geht's lang. Ah, da ist so ein Ding. Kann ich das jetzt auch noch scannen, oder? Toll, wir haben nichts mehr bekommen. Mehr war hier nicht. Manu. Okay. Dann nicht. Aber ich habe eh 100%. Das ist ja genug. Mehr brauche ich nicht. Oh, ist da was? F, eine Zeitung aus dem letzten Jahr. Dieser Artikel brachte die Existenz der BOWs erstmals an die Öffentlichkeit. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück zu dem Typen. Wo ist der? Ach, da ist so ein Pfeil, ne? Der orangene da, gelbe. Ah, da, ja. Okay. Ah! Warum bist du nicht tot? Genau, warum bleiben sie nicht... Oh, ich kann doch mal meine Granate ausprobieren. Explodier schon. Ist er tot? Warum nicht? Ich habe extra meine Granate verschwendet. Und jetzt hatte ich voll den Sprachfehler. Jetzt... Oh nein, der andere wird angetroffen. Ach, ist schon tot, ne? Okay. Hey, den kann ich ausscannen, ne? Das war wohl nichts Besonderes für euch. Warum kriege ich nichts mehr? Gut, genug geplaudert. Besorgt mir diese Daten.
Müsste das jetzt nicht wieder auf 0 gehen, damit ich wieder 100% erreichen kann und wieder was bekomme? Terra Riga Solar Tower. Okay. So, die Zeit ist auch gleich Ende. Mal schauen. Gute Arbeit. Kein Dankeschön. Diese Leichen haben eindeutige Anzeichen einer Virusinfektion. Ach, das sind Leichen. Kein Zufall, dass sie durch die Sperre der FBC gekommen sind. Tja, mehr können wir nicht tun. Jetzt müssen wir erstmal auf die Ergebnisse des Hauptquartiers warten. Wie hieß der Schauspieler da nochmal? Ein Super RTL, das ist ein Detektiv. Notfallnummer. Sieht genau gleich aus. Ich bin's. Was? Oh. Ja, in Ordnung. Ich übernehme das. Was ist passiert? Wir müssen die Sache beschleunigen. Und zwar sofort. Aha. Gut, dann los. Was ist passiert? Jill, Parker, ihr bleibt an dem Fall dran. Was ist passiert? Wir haben den Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Ah, das ist also in der Vergangenheit. Warum? Wir wissen es leider nicht. Ich habe euch ihre letzten Koordinaten auf eure Terminals geschickt. Ne? Jetzt sehen sie, dass sie auf dem Schiff sind. Über dem Ozean. Ja. Okay. Sie suchen in den Bergen nach Veltrum. Aber ihrer Position nach sind sie auf einem Schiff. Ich werde ins Hauptquartier zurückgehen und die Suche koordinieren. Und ihr zwei seid meine Augen da draußen. Ja, Sir. Mhm. Der ist irgendwie komisch. Das ist bestimmt einer der Bösen. Oder so ähnlich. Man weiß es nicht. Mal gucken. Ah, Ergebnisse. 97, ich habe ja wohl immer fast getroffen. Aber S, das ist gut. 97% ist super. Speichern nach einer Szene oder Episode ist optional. Häufiges Speichern wird jedoch ausdrücklich empfohlen. Ich habe nicht nur 6 Minuten gebraucht. Ich bin jetzt schon 20 Minuten am Spielen. Okay. 25 sogar. Oh, nee. Ich habe ja den Timer zu spät eingestellt. Autospeichern. 18.06. Ach so, stimmt. Ja, der hat eine Autospeicherfunktion. Speichern beendet. Okay, und bevor wir hier weitermachen, sehen wir uns im nächsten Part erstmal. Denn das war's für den ersten Part. Extra in Überlänge. Die nächsten Parts werden wahrscheinlich so um die 20 Minuten sein. 15 bis 20 Minuten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt einen Kommentar drunter. Ihr wolltet das Projekt haben. Hier ist es. Und ja, ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Das ist auf jeden Fall cooler als 5 und 6 im Einzelspieler. Im Multiplayer-Modus ist 5 und 6 auch cool. Und ich freue mich schon drauf. Es scheint auch ziemlich viele Erschreckungsmomente zu geben. Und ja, das war's. Vergesst den Daumen nach oben nicht. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, bye und ciao.